Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Wie geil die rumfliegen, wenn die davon getroffen werden. Sieht schon cool aus. Laufen wir einfach mal hier weiter. Mal gucken, was wir ganz zum Schluss finden. Na? Ganz leise, dass mich schon wirklich keiner bemerkt. Natürlich sehr klug. Da ist jemand. Oh, der sieht mich. Jo! Boah, mit Schleichen geht das ja richtig gut. Ein Eisenpfeil, ein Gold, ein alter Nordzweihänder. Nein. Obwohl, wie viel war der Nordzweihänder wert? 35? Ja, komm, ich nehme euch mal mit. Kann ich bestimmt verkaufen. So. Weiter geht's durch diese schönen Hallen. Und was liegt hier? Eine Truhe. Jo. Pelzschild für die Leichtrüstung. Auf jeden Fall nehme ich mit. Habe ich jetzt zumindest ein Schild. Wie schön. Ein Schild. So, ist weiter. Natürlich geht es weiter, sonst wäre es ja nicht ein Spiel. Aua! Runter! Gib mir mein Gold und meine Eisenpfeile wieder. Na? Wo ist der andere? Den habe ich doch gerade eben noch gesehen. Da oben. Wow, war das ein Meisterschuss? Das im Gegenzug nicht. Haha, wie geil die fliegen. Ja, genau, ich wollte den alten Nordbogen ausrüsten. Stimmt ja. So, was haben wir denn hier noch rumliegen? Ja, ich bin so ein gewisser Sucher. Ich suche alles ab. Oh, Trank der Frostresistenz. Das ist gut gegen diese scheiß Spinnen da. Was haben wir hier oben? Hier haben wir nichts. Aber ich rüste jetzt erstmal den Frost... den... alten Nordbogen aus. Den alten Nordpfeilen bringen die mir viel mehr. Okay.
Sind die Eisenpfeile gar nicht so gut? Gut. Dann ab nach drüben. Ich möchte nicht, dass sich einer irgendwie angreift. Oh. Sieht gut aus. Oh, ein Rätsel. Muss ja irgendwo in der Umgebung immer sein. Also das hier ist Feuer. Feuer. Was ist das? Das ist Wind. Wind. Und das ist keine Ahnung, was das ist. Es ist auch Flug. Also Wind kommt als zweites, würde ich einfach mal sagen. Was haben wir denn hier alles? Okay, das haben wir nicht. Das haben wir auch nicht. Warte mal. Also als erstes haben wir Bären, würde ich sagen. Nein. Als erstes Bären. Dann Vogel. Was ist das? Nein, das ist Bär. Das ist Libelle. Libelle, Bär, Vogel. Also. Nein. So. Okay, ich mache mal kurz eine Pause. Ich komme gleich wieder und dann habe ich das bestimmt geknackt. Und hallo und herzlich willkommen zurück zu Skyrim in Hübsch. So, und wir haben jetzt einen kleinen Zeitsprung gemacht und ich bin jetzt ein bisschen später da, aber ich habe das Ding noch immer nicht gelöst. Und es ist ziemlich scheiße. Das ist auf jeden Fall der Vogel. Ja. Also ich könnte ja vielleicht mal den Vogel als erstes setzen. So. Und danach kommt ach so, danach, Entschuldigung. Danach kommt, das ist der Bär. Sieht auf jeden Fall so aus. Nehme ich mal den Bär. Na, komm, geh weiter. So, da haben wir den Bär. Und als Innere versuche ich mal alles Mögliche. Nein, das klappt natürlich nicht. Nein, das klappt auch nicht. Nein, das klappt auch nicht. Okay, ich habe, um ehrlich zu sein, obwohl, gibt es hier vor vielleicht noch Grabsteine? Das war jetzt mega bescheuert, aber vielleicht auch irgendwie drinne. Hier zwei Sachen. Nein, sieht nicht so aus. Gut.
Warte mal, das erste ist hier die Fliege, ne? Dann kommt der Bär und dann kommt der Vogel. Gut, versuchen wir das mal so. Fliege. Bär. Und Vogel. Nein. Gut. Ich probiere einfach alles durch und werde das in schönen Schnelldurchlauf machen. Ab. Gut, 3, 2, 1. So, da sind wir wieder. Ich habe es irgendwie geschafft. Ich weiß es jetzt gerade selber sogar nicht mehr wie. Was ziemlich genial ist. So, aber wir sind jetzt irgendwo, wo wir nicht hätten sein dürfen. Und es wächst Farn an den Wänden. Wie schön. So. Dann lass uns mal leise hier rumgehen und gucken, was hier los ist. Oh. Au, 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 das hört sich nicht gut an. Sieht aber schon cool aus, wie das hier so angeleuchtet wird und so weiter. Passiert jetzt? Wort der Macht. Gut. Scheiße. Nein! Weg hier. Ich bin zu scheiße, um zu zielen. Wo ist er hin? Da. Boah! Aua. Hallo? Ja, und weg hier. Und ich habe eine neue Stufe, die ich wahrscheinlich jetzt... Doch, ich kann sie aufwerten. Gut, und ich nehme Gesundheit. Zack. So, und ich wäre für... Hallo? Schießkunst. Kann ich sogar nehmen. Habe ich 40% mehr Schaden. Ach, da hinten steht er. Ach Mist, der sieht mich sogar noch. Nein, er sieht mich nicht. Huhu, ich bekomme doppelten Schaden. Geil. Geht doch, klappt doch alles. Boah, wenn ich mir überlegt habe, ich habe das ja vorher schon mal mit Controller angespielt. Und wenn ich mir das überlege, das jetzt mit Controller zu spielen, boah, das wäre die Hölle. So, winziger Seelenstein, alles klar. Wir haben alles von dir. Wir brauchen nichts mehr. So. Dich habe ich schon alles abgenommen. Haben wir hier noch einen Seelenstein, wie schön. Leinentücher brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Was haben wir denn hier noch? Eine Truhe. Gold. Pelzschild haben wir, glaube ich, sogar schon. Leichter Schutz. Ach, Pelzschild nehme ich einfach mal mit. Weiß ja nie, was passiert. Und ab raus hier. Hier überhaupt raus? Scheinbar geht sie nicht raus. Oder ich bin zu doof und habe etwas übersehen. Hm.
Hier geht's auch nicht weiter. Boah, ich müsste eigentlich mal die Helligkeit etwas höher stellen oder eine Mod ausstellen. Und die bewirkt nämlich, dass die Dungeons auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel dunkler werden. Boah, hier muss ich doch rauskommen. Na, nein. Ich muss den Griff aktivieren. Ja, sagt mir das doch jemand. Ja, mit der Laterne kann ich nichts machen. Super. Komm, gibt es hier irgendjemanden? Nein? Gut, dann einmal Silberbarren alles durchsuchen. Oh, eine Totenschelle könnte ich mir auch mal mitnehmen. Ich weiß ja noch nicht mal, was man damit macht. Also erstmal vieles mitnehmen. So. Und damit würde ich auch sagen, beende ich diesmal die Folge. Ich werde mir hoffentlich die beiden Folgen zusammenschneiden. Sonst wäre das ziemlich doof. Aber wieso nicht? So. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.